Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück zu Subsistence. Guten Tag. Guten Tag. Hallöchen. Hä? 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 Okay. Mhm. Verarsch mich halt! Wollen wir mal... Voll veräfft. Kurze Zwischenfrage. Nein. Wann greift wer das nächste Mal bei denen an? Wenn wir alle genug Munition dafür haben. Ich habe momentan keine in meinem Gewehr. Nur leid. Immer noch nicht. Nee. Ich finde auch gerade keine. Kannst du dich welche herstellen? Gut. Warte mal, ich könnte. Ich habe noch ein paar Pfeile. Damit könnte ich eigentlich Angriff machen. Ja. Da willst du mich verarschen? 13 Pfeile. Müsst ihr halt den überwiegenden größeren Part machen. Ja gut, ich habe gerade zwei Respawns erstmal vergeudet, nur dafür, dass ich an mein Zeug rankomme. Gut, dass ich ein Bett habe. Ja. Und gut, dass ich das so weit aufgeladen hatte. Fleisch. Fleisch. Kühlschrank. Fleisch. So kleine Nebenfuhr, ich bin offscreen, bin ich einfach gestorben. Wurde von so einer Truppe aus Jägern einfach hier hinten überrascht. Okay, dann laufe ich aber so lange noch ein bisschen rum, bis der dann tot so weit ist, ne? Ja gut, selbst wenn ich so weit bin, ich habe nur Schrotmunition, damit komme ich an die nicht ran. Ah, auch keine Pfeile mehr, ne? Ja, nur wenn ich meine Leiche finde. Also ich weiß, wo sie ist, aber ich weiß nicht, ob die immer noch da zu fünft campen. Okay, wenn ich jetzt wüsste, wo du bist, könnte ich über den Fluss hinüber... Oh nein. Den Hase vergessen. Also über den Fluss hinüber, von unserer Base, ne? Ja, gegenüber ist dann nochmal so ein Madenbaum. Also links oder rechts? Rechts. Okay, ich komme gleich gucken. Lauf ziemlich weit oben über den Fluss. Da gibt's auch die Base, die in dem Fluss ist. Rein oder raus? Okay. Das bin ich, Moment. Danke. Ja, ich leg kurz hier für Melle die Kleintierstelle mal rein. Okay, also ich sag mal, ich sehe keine Jäger. Ja. Jetzt kann ich meine Beete hinten nicht aufstellen. Es ist jetzt schon klug, die BKE hinten aufzubauen und hier vorne abzureißen. Geht nicht, der wegen dem Kühlschrank. Ich hab mein Zeug. Nee, du musst erst dein Zeug so weit wie möglich rüberschieben, wie es jetzt geht. Okay. Und ich glaube, das müsste bis hierhin ungefähr gehen. Und dann? Und dann musst du die neue BKE als alte entfernen, die neue ransetzen. Und dann ist das Zeug bei dir ja wieder mit drin und dann weiterschieben. Hat jemand zwei Metallschrott, dann könnte ich ein Bett machen in 6 Minuten. Ey, guck mal in der Kiste, da müsste noch 20 sein. Ah. Hä? Hey. Okay, jetzt habe ich Zeit für dich. Ich habe mein Zeug. Okay. Die sind wieder gezwitschert. Ah, dann waren das die Wandernden. Nee, das waren die von der Base. Könnt ihr euch vielleicht Munition herstellen, oder? Nö. Nee, ist nicht genug da. Ich sage, Munition ist am Anfang sowieso Mangelware. Und wir werden auch noch nach 150 voll noch Mangelware. Außer an Pfeile vielleicht. Hm. Also wie gesagt, ich könnte jetzt gucken, also ich habe ein paar Pfeile, muss halt gut treffen, ne? Aber wenn ich die Öfen ausmache... Gut, eine habe ich schon mal mit Pfeilen getötet. Zwei könnte ich wieder anmachen, okay. Nee, die Öfen brauchst du nicht ausmachen. Kannst du einfach schieben. Kann ich schieben? Ja, ja, okay. Die gehen dabei nicht aus. Eben. Okay, ich gehe mal kurz... Wenn ich jetzt, ja, ich gehe mal kurz einfach nur Kisten sammeln, dann kriege ich bestimmt die eine oder andere Krone zusammen. Dann lasse ich das Fleisch mal kurz neben Sachen. Kann ich dann die anderen Sachen gar nicht mehr in die Hand nehmen, oder? Wenn die BKE da weg wäre. Doch. Genau. Nein, nein, das ist ja nicht mehr deine Base, glaube ich. Das muss an deiner Base aber sein. Wie habe ich das denn damals gemacht? Ja, es wird warm. Wir hatten, 27 Grad. Erst versetzt. Als es dann, ist Sommer. Ja. Also ja, Juni. Vor allem innen drin. Also im Haus selber ist heiß. Ja. 28 Grad. Ja, das liegt am Ofen wahrscheinlich. Ja,
Ja, das sowieso. Ich habe hier draußen nur 23. Bei mir daheim ist auch so in etwa die Temperatur. Da gehe ich erstmal tauchen. Zieh um. Ja? Ja. Aber ich kann doch nicht alles in den Flur reinstellen. Ach, musst du erstmal alles komplett in den Flur rein, BKE Aber die umsetzen, aber. Kisten habe ich nicht umgesetzt. Die sind ja damals dort geblieben, wo sie waren. Ist ja egal, wo die Die sind. Kisten kannst du da lassen. Ja. Aber das, was Strom braucht, glaube ich, ne? Genau, alles, was Strom braucht. Also ich glaube, umsetzen kannst du wirklich nur, wenn es innerhalb deiner BKE sitzt, nicht außerhalb deiner BKE. Deswegen musst du ja erstmal alles schön in den Flur, neue BKE setzen, beziehungsweise die alte abreißen und dann weiter in deine Küche rüberziehen. Mal Deswegen gucken. warte ich ja mit meiner Werkbank, weil von meinem Platz da hinten da alles rüberzuziehen, ja, da Mit brauche ich dem ja der Massen-BKE. Möglichkeit. Ja, da brauchst du Massen-BKEs oder Erweiterer. Deswegen Boah, warte ist ich. teuer. Und dann geht's los. Den einen Stromspeicher, den ich stehen habe, mache ich kaputt und baue mir einen neuen. Dann kann 3 Minuten, dann gibt es ein Bett. Aber meine Beete haben damals nicht reingepasst, das weiß ich. Haben wir dann alle ein Bett? Nein, die Beete. Ich hab die erst später umgezogen. Ja, die Beete müssen aus irgendeinem unerklärlichen Grund ja auch in der BKI sitzen. Ja. Genau. Genau, das Aber stimmt. Was richtet sie denn besser? Ja, Umzug ist echt ist mühselig, weiß. Ja, aber man kann ja nicht alles auf einmal machen. Geht ja Nee, nicht. leider nicht. Oh. So, da. Mal kurz sortieren hier. Stimmt, du kannst es ja über den Flur. Ja, aber ich komme nicht rauf. Ist mein Doch, Problem. mach Du die kannst Tür aber auch zu. viele Sachen ineinander schieben. Was? Du Mutti, kannst mach aber auch die viele Tür Sachen ineinander schieben. ineinander schieben. Du, guck Naja. mal, du kannst aber Ah. auch hier über den Ofen hochkommen. Für den Ofen. Hier. Du musst die Tür vielleicht zumachen. Kann ich nicht, ich habe gerade ein Beet in der Hand. Okay, dann komm mal hier. So, hier da die Tür. Einmal auf den Ofen hoch, nochmal und dann hoch. Jetzt komm schon. Das Beet so schwer, oder was? Kann doch nicht sein. Ja, es hat schon ein Gewicht, ne? Ach, Also. bei mir funktioniert's. Heiderzacke. Wer bin jetzt Chloe? Mach du das doch für sie kurz, Luca. Es geht nicht. Nee, Kann er keine nicht ihr Ahnung, weil Zeug? da drin ist. Geh mal aus dem Weg. Ja, genau, und jetzt kannst du voll hoch oder so. Ich komme Aber nicht warte doch, hoch. ich kann es versetzen, oder? Nee. Eigentlich nicht. Nee, nee. Aber es kommt ja schon. Da kann man ihr leider nicht bei helfen. Komplizierte Sache hier. Naja. Also ich Jedes kann bleibt das hier Gemüse nicht hochhüpfen. zurück. Sonst ist immer das Gemüse zurückgeblieben. Ah, ich weiß, was dein Problem war. Du bist immer in die ganz hintere Ecke rein. Da ist natürlich das Abflussrohr im Weg. Nicht, 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 nicht. So, jetzt kann ich die Tür schließen. So. Da kannst du nicht besser, kommst du besser ran. Ach Gott. Komplizierte Sache. Ich komm wieder nicht hoch. Oh, jetzt ist auch draußen heiß. Ich bin zu klein für diese Welt, kann das sein? Das Ach ist doch was. echt gemein. Bett. Hier. Noch Das ist ein auch kleines bisschen komplizierte warten. Sache. Geil. 97. 98. Oh je. Durst. Heiß. Oh fucking. 99. 500. Bett wird Ja, wir müssen hergestellt. jetzt wahrscheinlich erstmal die nächsten Wochen immer eine Flasche dabei haben. Ui. Wofür? Trinken. Ah, ich gehe immer rechtzeitig nach Hause. Uiuiui, jetzt wäre ich fast verdurstet hier. Darf doch wohl nicht wahr sein. Ach, der Wolf, hallo.
Mir immer noch heiß, wenn ich mein Zeug ausziehe. Ja, der... Oh, der beißt. Ja, vielleicht wird der ein bisschen kühler. Bissle. Also Kühlschrank steht jetzt gerade im Flur, ne? Alles gut. Werd mal alles finden. Wir wissen ja, dass gerade renoviert wird. Ja. Meine Pflanzen verdursten auch. Ja. Kann ich gerade mehr rauf, oder was? Doch jetzt. Oh, Hühnchen. Nee, Häschen. Häschen in der Grube. Ist auch Hähnchen, ne? Schmeckt doch alles irgendwie nach Hühnchen. Ja, ja. Aber auf meiner ganzen Tour habe ich schon eine Patrone gefunden. Yeah. Tadadö. Geht das jetzt nicht? Ich habe auch eine Gewehrpatrone. Ah, okay, ich habe noch mal einen Weg gefunden, hier hochzukommen. Jetzt brauche ich es nicht mehr, danke. Schon beleidigt. Mit dem Ding. So. So, die Kisten lasse ich. Dann nehme ich jetzt die BKE und setze da hinten an. Oder wie? Machst die alte BKE kaputt und setzt die neue. Okay. Luca, kannst du Holz sammeln, statt jetzt auf dem Dach rumzuhüpfen? Kann ich machen, ja. Super. Wie mache ich die kaputt? Ach ja, genau. Entfernen. Genau. Also nicht drauf prügeln wie ein Irrer. Das geht wahrscheinlich auch, aber... Das dauert. Unkonventionelle Methode. Immer erstmal draufhauen. Danach kann man ja gucken, ob es nicht funktioniert. Okay. Ach Quatsch. Oh. Ich hab Durst. So. Ja, so, deswegen soll ich ja eine Flasche mitnehmen. Naja. BKE läuft. Ich mache eine kleine Schwimmrunde, passt auf. Schwimmen hält auch fit, ja. Kann ich nur empfehlen. Mhm. So ein leicht pink im Licht, bisschen schwimmen, immer super. Ah, Kühlschrank wieder an. Essen ist noch gut, prima. Sauber. Ja, nehmen wir mal die Röhren hier mit. Ah, wir müssen aber nicht gucken, okay? Eine Schrotpatrone. Wonach? Auf jeden Fall, ja, wir sind schon im Juni. Wir müssen nach Winterjacke gucken. Winter. Ja, dazu sammle ich schon Federn ohne Ende. Dazu brauchst du halt Federn und dann gefütterten Stoff. Ich habe ja schon angefangen, eine herzustellen. Also mir wird auch ein Pulli erstmal reichen. Ja, du bist eh also immer daheim. Also derjenige, der im Winter draußen rumläuft, der braucht auf jeden Fall eine Winterjacke. Ja, das sind wir zwei auf jeden Fall schon mal. Also ich sage ja, mir der dann halt tagsüber gehen, weißt du, zum Holzhacken und nachts nicht raus. Nein, die nachts gehe ich also auch nicht raus. Das kannst du auch mit der Winterjacke nicht, das ist kalt. Nein. Ja, ich habe jetzt schon 12 Federn und nochmal 3 Hühnchen in meinem Inventar, die muss ich noch schlachten. Wer hat denn hier die Tür zugemacht? Ich geschwind. Muss auch. Ich komm. Hallo? Komm rein in mein Chaos. Oh, das ist gut. Jetzt hast du Vampire reingelassen. Ja, hättest nicht reinbeten sollen. Das ist der Kühlschrank. Ich finde so viele Hühnchen in der Zeit. Habe ich hier eigentlich zwei gleiche Teile, oder? Ja.
Stromspeicher Hier und ist alles drin. Stromspeicher. Okay. Genau. Okay, Cookie. Rinderjagd. Ah, zwei Seile. Wir brauchen den Puma oder einen Elch. Puma Ja. ist, glaube ich, etwas leichter als ein Elch. Der Elch soll halt nicht wegrennen, dann wäre das ja nicht so das Thema. Gell? Er soll sich einfach mal dran halten. Einfach mal stehen bleiben. Sollte sich nicht so anstellen. Eben, ist doch nicht so Dann müssen schlimm. wir die Stoffe jetzt erstmal sammeln, ne? Die brauchen wir jetzt erstmal. Gut, ab und zu muss ich mir so ein Verbandding machen. Das hat Ich habe leider noch sechs Vorrang. Stück. Wenn du was brauchst, holst du dir bei mir ab. Verbände oder Stoffe? Verbände. Ach du Scheiße, habe ich mich gerade erschreckt. Worüber? Wie viele Pfeile hast du, Imp? Zwei. Zwei. Ich stelle mal einfach nochmal welche her. Wieso? Ja, weil an der Base kriegt man Kühlschrank. auch ganz oft diesen gefütterten Stoff mal. Kühlschrank. Ja, Im gut, dann hinteren schon. Raum. Sie soll die Kleintierfallen aufstellen, weil ich Ja. habe welche. Nicht mal gezögert, direkt ja. Ja, dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit. Ja, ich packe sie dann aber nochmal dahin, wo wir normalerweise immer. Was geben Wölfe nochmal? Nur Fleisch, ne? Und Leber. Manchmal auch Leber und Fett. Haben wir für das Fett irgendwelche Verwendung schon aktuell? Das Biokraft. Kringelschwein. Luca, wenn es möglich wäre, wie heißt das? Ein Ofen zu machen. Würdest du mir einen Ofen machen? Stoffe brauche ich. Okay. Ah, nee, die Stoffe Das kriegst du kriegst du gerade jetzt nicht. her. Dann warten wir mit Eben. dem Ofen noch. Genau. Und ich muss jetzt erstmal meinen Zweck auch herstellen, aber dann ja. Also ich hätte 16 Pfeile, also und ein Gewehrpatrone und vier Schrotflinten. Ich habe zwei Pfeile und 36 plus 7 Munition. Wovon? Ah, die 9 mm. Ja. Okay, hat einer Ein von euch Wein. noch Magnum Ja. übrig? Nö. Die mit der Pack Silberspitze? meine. Das da brauche ich. Ich liebe diesen Ton von Holzhämmern. Dusch, 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 dusch. Mittlerweile nicht mehr. Nacht, oder? Ja. Ja, wenn es geht, würde ich dann, wenn es Tag wird, nochmal so eine Base angreifen. Ja. Nochmal diese eine da, wo wir schon mal waren. Ja. Ja, die haben mich zuletzt Ja, stimmt. getötet. Tag. Ja, Ja, und hier also an der in Ordnung, Spitze. wenn ich mich räche. Der Gegenangriff. Ja, den muss ich nochmal ran. Wischen die Sau da. Ja, wie gesagt, ich habe nur zwei reguläre Patronen für meine Pistole. Ich habe kein Gewehr und nur Schrotflinte. Ja, aber man kann auch mit Pfeilen, nur mit Pfeilen kann man die auch besiegen. Das ist auch kein Problem. Ja, ich habe, wie gesagt, einen habe ich ja schon mal getötet. So richtig no-scoped aus meinem Pfeil. Genau. Das war Ahi richtig cool. geben. Und hier liegt das Holz. So, da mal schnell. Aber dann brauchen wir ja wieder Spitzhacken, ne? Meine hat noch so 10, 15% Leben. Ja, eine vollständige sollte man auf jeden Fall drin haben. Ja, bin Das ich wäre nicht gerade schlecht. dabei. Weil wenn du so eine halblebige hast, die ist dann fast kaputt und dann hast du die Tür nicht kaputt. So, da. Gut, im Zweifelsfall habe ich noch eine volle Axt. Ja, eine Eben. Falle habe ich auch.
eine angebrochen. Weil reparieren kannst du diese Dinger, dann musst du mal neu herrschen. Das ist halt der Nachteil. Das sollten die vielleicht auch machen. Äxte und Spitzhacken mit reparieren. In der Werkbank konnte man die nicht reparieren? Nee, leider auch nicht. Nee. Aber Waffen konnten wir jetzt reparieren, oder? Habe ich das falsch? Waffen kannst du jederzeit reparieren. Nur Werkzeug nicht. Nur die Werk. Was kosten das eigentlich zum Reparieren? Oh. Ich wollte gucken, was das braucht zum Reparieren. Hab's dann angeklickt und dann war es sofort repariert. Ich wollte nur sehen, was es kostet. Was hast du denn drauf geklickt? Ja, auf Reparieren. Ja, auf welche Waffe? Mein Revolver. Ach so. Ja, ich glaube, der braucht auch viel. Später, wenn du den aufwertest, upgradest, dann wird es ein bisschen schwieriger mit. Weil dann brauchen sie speziellere Sachen. Aber auch das ist. Okay. Aber wie gesagt, Upgrades der Waffen, das habe ich auch noch nie so wirklich geschafft. Das verbraucht immer so viel Strom. Und Material, sag ich dir. Ja. Alter, die Waldweg. Wir haben halt rechts von uns haben wir zwei Lager, ne? Am Fluss. Ja. Genau. Dürfen wir nicht vergessen. Ja. Und da hinten kommt dann die ganz große Base. Die links rum. Irgendwo. Also ja, links rum hat es ein Banditencamp am Strand und dann hat es nochmal weiter innen hat es die Base innerlands an dem Fluss. Genau. Genau. Naja, also wir haben hier wir haben hier drei so kleinere Base und eine große. Da kommt. Ich bin's. Was ist das für ein. Ich habe mein pinkes Licht nicht an. Ja, aber ich. Geist. Verschwende nicht dein Pfeil an mich. Ich find's eh cool, dass man mit Pfeil und Bogen in der Hand schwimmen kann. Ja, ne? Ich mag diese Spiele, wenn du mit einer Waffe unter Wasser rumballerst. Achso, die Waffen gehen auch unter Wasser? Nee, hier nicht. Schade. Nur die Axt und Spitzhacke, die kannst du unter Wasser benutzen. Ja, wisst ihr, was man da noch machen kann mit? Was machst du jetzt schon wieder? Das jetzt? Das hört sich total doof an, wenn man da drauf haut. Wo drauf? Aufs Wasser. Ja. So. Die Tür ist offen. Dann muss ich die Treppe nehmen. So. Dann. So. Ja. Kühlschrank ist dahin. Zack. Ich habe 8 Maden dabei, ja. Melle. Hier ganz vorne kann sich dann Imp hinsetzen mit seiner BKE. Da, wo Melles Alte war. Genau. Weil dann kannst du nämlich hier deine Erdbohrer pflanzen, alles. Okay. Ah. Was jetzt? Was entdeckt? Bleib stehen. Du bist wie so ein Trampolin. Oh Gott. Hört mich eh, dass hier so rumhüpft. Ja. Ey. Ey. Also ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich dachte, ich bin schon mal ein bisschen bescheuert in den Spielen, ne? Aber der übertrumpft gleich. Ja, total. Kannst du ein bisschen weiter vorstehen? Danke. Ey, ich treff nicht. Willst du auf mich drauf springen oder was? Kann man dir helfen? Ja, das geht. Siehst du ja, wie das geht. Ja, dann viel Glück. Ja, weil ich nicht treff und ohne eine zweite Person vor mir hier unten kann ich es nicht machen. Oh nein. Was? Ich habe gerade meine Trauer. Ach so, ja, klar. Jetzt habe ich keine Angel. Achso, da. Mach ich direkt mit.
Gräbst du gerade in deiner Erde? Das klingt interessant, Melle. Könnt euch ja auch nützlich machen und angeln nachts oder so. Könntest du? Wenn ihr eine Angel gibst. Gut, weißt du, es wird jetzt sowieso, die Nacht ist jetzt sowieso gleich rum und dann würde ich sagen, dass wir den Angriff mit der nächsten Folge starten und mit der hier schon mal Schluss machen, wa? Jo. Okay? Wenn du meinst. Joa, meine. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.